Schweiz, Deutschland und Neuengland, Manuel Akanji hat in diesen Ländern bereits Fußball gespielt. Ein Fünftel Manuel Akanji wechselt in Manchester City. Manuel Akanji macht den nächsten Schritt seiner Karriere. Nach der Bundesliga zieht er mit der Premier League in die nächste europäische Top League. Es begann im FC Winterthur. Zuerst bei der U18, dann in der U21, bevor er die erste Mannschaft in der Liga der Herausforderung machen dürfte, und in 2 Jahren. Es ist nicht überraschend, dass FC Basel auch den 20-jährigen Verteidiger erkannt hat. 2015 führte er ihn zu Rins Knie. Dortmund auf Wiedersehen nach 119 Spielen. Akanji reifte 2,5 Jahre in Rotbüll. Und dann begann er in das Rennen zu springen. Im Januar 2018 verließ er die Schweiz und unterzeichnete Borussia Dortmund. Dort stieg sein Marktwert nach Angaben des Transfermarktes bequem und erreichte im Dezember 2018 das höchste Niveau von 40 Millionen Euro. Verlassen Sie nun den Ruhrpott nach 119 Spielen und unterschreiben Sie Manchester City. Dort trifft er einen Mann, der über Dortmund, Erling Haaland, weiß.